Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play We Are Football mit dem brandneuen Nationalmannschaften-DLC. Wir spielen Deutschland in der WM und sind kurz vor dem Spiel gegen Jamaika, dem zweiten Gruppenspiel. Gegen Saudi-Arabien haben wir 1-0 gewonnen. Wir sind in der Tabelle ja quasi gleich mit Polen. Und die Promi-Tipps sagen, dass wir 3-1 gegen Jamaika gewinnen werden und dass Polen 3-1 gegen Saudi-Arabien gewinnen wird. Mal gucken, ob dem so ist. Ich möchte zuallererst hier erstmal nach der Aufstellung schauen. Wer ist nicht wirklich fit? Hier, Linksaußenverteidiger, Mathis Heuer. Kann ich dich irgendwie ersetzen? Ja, durch ihn. Der ist auch nicht viel fitter, aber ein bisschen schon. So, und ich brauche hier nicht so viele zentrale Mittelfeldspieler als Ersatz. Da würde ich dann ganz gerne hier nochmal den Bütker Berni vielleicht mit dazu holen. Als potenziellen Ersatzspieler. So, ansonsten, wie sieht's aus? 65 ist auch nicht so toll. Da hole ich dann nochmal den Gut Max mit rein. Der ist auch nicht viel fitter, das ist das Problem. Der hat 80, das ist gar nicht schlecht. Ja, dann darf der auch spielen. Was ist hier los? Oh, der ist müde. Dann spielt er vielleicht besser nicht, der Joris Heidrich. Und stattdessen darf der Simon Raab hier mit auf die Bank. Ja. Ich glaube, das sollte dann okay sein. Ich wüsste zumindest nicht, wie wir das noch weiter optimieren sollen. Nicht so einfach. Offensives Mittelfeld, da haben wir nicht wirklich einen geeigneten Ersatz. Ihn höchstens noch. Aber der ist da wirklich nicht so gut. Nee, möchte ich eher ungern nehmen. Nee, und der ist überhaupt nicht fit. Nee. Ja, wir spielen mit dieser Aufstellung. Sehr offensiven Ballbesitzfußball. Wir sind doch über den Flügel viel stärker. Wir sollten über den öfter angreifen als über den, meiner Meinung nach. Auch hier über die rechte Seite verstärkt. Oder über die Mitte auch gerne. Aber hier nicht so sehr. Da sind wir ja furchtbar schwach. Gut. Seid ein galliger und ekliger Gegner. Hier pushen wieder ein paar Spieler. Und dann geht's los gegen Jamaika. Und mal gucken, ob wir die erwarteten 3-1 übertrumpfen können. Gelbe Karte für Jamaika. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Angriff Deutschland. Auf Winkler. Der dribbelt in den Strafraum. Zieht aus 13 Metern ab. Hat den Ball im Nachfassen sicher. Der Torwart aus Jamaika. Nächste gelbe Karte für Jamaika. Mach hier mal die Spielszene ein bisschen schneller. Roll dribbelt. Dribbelt weiterhin. Dribbelt in den Strafraum. Was macht der denn da? Auf Winkler, der zieht ab. Schade. Also der Winkler, der trifft das Tor aber auch nicht. Das ist eine Katastrophe mit dem Winkler. Winkler flankt. Auf Wilhelm, Skorpionkick. Boah, 1-0 für Deutschland. Schön. Roll schießt. Innenpfosten. Und der Ball kullert ins Tor. 2-0 für Deutschland in der 16. Minute. Sehr schön. Angriff Deutschland. Gut auf den rechten Flügel auf Kettner. Behrens verlagert das Spiel. Shakira hat abgefangen und beseitigt die Gefahr. Okay, das war's mit der Chance. Angriff Deutschland. Basel beseitigt die Gefahr. Schwacher Angriff. Jamaika mit dem Angriff auf Frater, der flankt. Stewart köpft aus 11 Metern. Ui, das war knapp. Das hätte auch ins Auge gehen können. Angriff Deutschland. Wilhelms weitergeleitet auf Groll aus 36 Metern.
Boah, und der Edwards, der hat hier das Spiel seines Lebens, der Torwart aus Jamaika. Der pariert und fängt die Bälle, das ist unglaublich. So, Halbzeit, es steht 2 zu 0 für uns. Wie sieht's denn hier aus? Behrens ist heute nicht gut drauf, der hat eine 4,0 Note. Und der Kettner auch. Ja, Kettner, der hat auch eine schlechte Form. Den sollte ich auswechseln. Er hat leider auch eine schlechte Form. Das ist etwas problematisch. Könnt ihn nehmen, der hat auch eine schlechte Form. Ja, egal. Lasse Kießling muss rein. Enchard ist auch nicht so gut. Da kommt mal der Steinle rein. Hier haben wir noch eine 4,0 bei Behrens. Offensives Mittelfeld. 7er Form. Die Alternativen sehen auch nicht so gut aus. 7er Form. Ja, nee, ich nehme ihn trotzdem. Luis Grün. Okay. Ich kann noch ein paar Spielergespräche machen. Der Tom Winkler, der wird gelobt. Du spielst super. Und den Luis Grün, der jetzt hier eingewechselt wird, den motiviere ich. Das wird heute dein Tag. Okay. Tom Winkler freut sich über das Lob. Wir machen weiter. Und direkt gibt es einen Angriff von Deutschland. Winkler, Kopfballchance. Weit vorbei. Eckball für Deutschland. Lenz Schneider. Auf Winkler. Dropkick. 3-0. Wunderbar. Gelbe Karte mal wieder für Jamaika. Also wenn es jetzt so bleibt, dann hätten wir die Prognosen übertroffen. Frater. Oh, ein Tor für Jamaika. Jetzt sind wir genau in der Prognose drin. Oh oh, nächster Angriff für Jamaika. Was ist da los? Stewart. Schuss aus 6 Metern. Das darf nicht wahr sein. 3 zu 2. So, jetzt müssen wir ein bisschen mehr Einsatz zeigen. Weil das kann es ja nicht sein. Was ist denn jetzt los? Jetzt werden wir überrannt von Jamaika oder wie? Jetzt verlieren wir das Spiel hier komplett aus den Augen. 3-3. Wie bitte? Okay, Jamaika hat jetzt in 4 Minuten 3 Tore geschossen. Die haben das Spiel komplett gewendet. Jetzt heißt es wieder, dass Deutschland hier irgendwie nachziehen muss. Winkler mit der Flanke auf Roll. Flugkopfball. Ah, vorbei. Nicht gut. Wir schauen mal, was wir noch so auswechseln können. Milan Roll ist sehr erschöpft. Er spielt aber super. Ich will den nicht auswechseln. Steinle spielt nicht gut. Max gut. Spielt ganz gut. Schwierig. Unser Torhüter hat heute einen echt schlechten Tag. Den will ich aber auch eher ungern auswechseln. Vielleicht den Scott Göpfert. Der spielt nicht so gut. Schlechte Form. Spricht alles nicht so für ihn. Aber wen soll ich da nehmen? Vielleicht noch ihn am ehesten. Jamie Michaels. Oder Winkler geht nach rechts außen. Jamie Michaels in den Sturm. Genau, so machen wir das. Ja, sonst weiß ich gar nicht mehr, was ich da großartig noch ein- oder auswechseln soll. Der Karl, der ist noch super fit. Den können wir mal für den Max gut ins Spiel bringen. Weil der schon ziemlich ausgebrannt ist. Und dann schauen wir, wie sich das Spiel so weiterentwickelt. Nächster Angriff für Jamaika, um Gottes Willen. ...4 zu 3 für Jamaika. Das ist jetzt richtig, richtig peinlich. Also wir müssen jetzt absolut alles geben. Wir müssen versuchen, hier irgendwie noch ein Tor zu schießen. Es kann ja nicht sein, dass wir gegen Jamaika verlieren. Wie peinlich ist das, bitteschön? Gelbe Karte für Tom Winkler. Das ist völlig egal. Wir müssen hier Tore schießen. Wir müssen gewinnen. Angriff Deutschland. Schneider mit der Flanke. Michaels, der köpft. Vorbei. Ganz, ganz schlechter Kopfball. Ganz, ganz schlecht. Angriff Deutschland.
Rolli mit dem Übersteiger, der dribbelt. Roll, nicht Rolli, Entschuldigung. Schuss von Roll. Tor 4-4. Wichtiges Tor. Wichtiges Tor. Ein Punkt mehr für uns und zwei weniger für Jamaika. Super wichtig. Wenn wir jetzt noch ein Tor machen könnten, wäre das super. Aber wir schaffen es nicht. Schwaches Spiel. Sehr, sehr schlecht. Wir haben 3-0 geführt. Dann stand es 3-4. Und jetzt haben wir noch ein 4-4 irgendwie bekommen. Eieiei. Sehr, sehr schlechte zweite Halbzeit. Da ging gar nichts mehr. Das war sehr, sehr enttäuschend. Wir sind auf dem zweiten Platz. Wir müssen gegen Polen gucken, was da geht. Wir wollen schließlich aufsteigen. Alles andere wäre absolut peinlich. Ja, Deutschland mit am meisten Pech an diesem Spieltag. Das stimmt wohl. Fußballfest gegen Jamaika. Deutschland kann offensiv begeistern. Probleme in der Defensive. Ja, riesige Probleme in der Defensive. Moritz Tigerius hat für unseren Geschmack heute zu offensiv gespielt. Gegen diesen Gegner läuft man so ins offene Messer. Das Ergebnis ist dementsprechend ausgefallen. Mit Tradition und Herz gegen Kommerz, schreibt Lukas Seliger. Joshua Kratzer sagt, dieses Spiel kann man nicht schönreden. Und Raphael List meint, ich habe nicht gedacht, dass unter Moritz Tigerius noch einmal, dass es unter Moritz Tigerius noch einmal einen solchen Rückschlag gibt. Kampfgeist, Mut, Leidenschaft gibt Luan Hanke von sich. Na gut, immerhin der Teamgeist ist ein bisschen gestiegen. Wir fahren fort. Und jetzt endet auch schon so langsam die Woche. Beobachtung erfolgt gegen Polen. Das ist auch wichtig, dass wir gegen Polen vorbereitet sind. Denn davon hängt ab, ob wir überhaupt ins Achtelfinale kommen. Ja, bin gespannt. So, Jan Behrens hat, ja, vielleicht ändert sich das noch bis zum Spiel. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist auch direkt das Spiel gegen Polen. Wir haben keine Chance, noch irgendwie das Training darauf vorzubereiten, denn jetzt ist ja gleich das Spiel. Falls wir es schaffen sollten, wovon ich jetzt mal natürlich ausgehe, möchte ich hier schon mal ein hartes Training machen, hier dann die Intensität ein bisschen runterfahren. Genau. Dritter Spieltag gegen Polen. 4-0 wird getippt. Dann hoffe ich doch mal, dass wir das auch schaffen. Und Jamaika 2-1 gegen Saudi-Arabien. Ja, 4-0 gegen Polen wäre ganz nett. Da hätte ich nichts dagegen. So, schauen wir mal. Jan Behrens hier mit einer sehr schlechten Form. Klaus Debus darf mal spielen. Nino Steinle darf spielen von Anfang an. Der hat eine bisschen bessere Form. Er hat eine ganz, ganz katastrophale Form. Der Rechtsaußenverteidigung ist bei uns echt ein Problem. Bernie Hütka muss spielen, weil er ist sehr schlecht drauf, der Josef Kettner. Und links außen ist auch nicht so schön. Da kann Matthias Heuer spielen. Okay. Haben wir hier überall eine halbwegs ordentliche Form. Ja, ich guck gerade, sollen wir da noch irgendjemand anderen mitnehmen? Ich tendiere aber zum Nein. Vielleicht den Neumann Ferdinand? Aber für wen? Für Louis Grün, der hat eine nicht so tolle Form. Meinetwegen.
Okay. Wir fahren fort. Wir spielen nicht mehr so offensiv gegen Polen. Wir gehen da vorsichtig offensiv ran. So, ich push ja mal ein paar andere Spieler. Jens Wilhelm, Len Schneider und hier unten haben wir noch Tom Winkler, unseren Stürmer. Wir zeigen ein bisschen mehr Einsatz als zuletzt und fahren fort. Gegen Polen muss ein Sieg her. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Ein Sieg, keine gelbe Karte. Angriff Deutschland. Hüttker spielt ab auf Göppert. Hüttker, langer Ball. Und Zielenski hat abgefangen. Oh je, der Konterangriff von Polen. Ich habe Angst. Oh oh. Oh oh, Hereingabe. Schießt ab. Okay, nicht getroffen. Immerhin. Angriff Deutschland. Heuer passt. Auf Wilhelms, der schießt von da hinten, um Gottes Willen. Flugparade von Grabowski. Angriff Deutschland, Eckball. Debus führt die Ecke aus. Auf Steinle, Dropkick von ihm. Tor! 1 zu 0 für Deutschland. Wichtiges Tor. So, bisher sehr viel ereignislose Minuten. Nochmal eine gelbe Karte für Len Schneider diesmal. Okay, Halbzeit. Milan Roll ist ziemlich erschöpft. Der wird mal ausgewechselt. Ja, für wen? Ferdinand Neumann darf spielen. Tom Winkler ist auch sehr erschöpft und er spielt auch nicht so gut und hat auch schlechten Status, ist müde. Dann kommt da mal Jamie Michaels in den Sturm. Ja, unsere Offensive schwächelt ein bisschen. Len Schneider muss weiterspielen. Ich habe da sonst keinen mehr für seine Position. Und ansonsten, Steinle ist schon wieder so erschöpft. Ja, dann kommt für ihn mal Nico Schad. Auch wenn er nicht so eine tolle Topform hat, egal. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, rote Karte für Hüttker. Um Gottes Willen, das ist ganz, ganz schlecht. Okay, das ist sehr schlecht. Was hat der denn gemacht? Scheiße, okay. Gut, muss jetzt rechts außen spielen. Er ist Innenverteidiger. Ja, dann müssen wir das irgendwie so umkrempeln. Aber gut, kann auch nicht mehr so sehr. Dafür kommt Lasse Kießling. Dann hoffen wir mal, dass das klappt. Wir spielen jetzt nicht mehr so offensiv natürlich. Debus führt die Ecke aus. Wilhelms. Auf Michaels. Boah, ganz, ganz schlechter Schuss. Das war ja katastrophal. So, können wir noch irgendwie wechseln? Ja, Scott Göpfert ist echt am Ende. Und Jens Wilhelms eigentlich auch. Plus er hat eine gelbe Karte. Dann wechsle ich den aus und Erwin Karel kann rein. Genau. Warum ich dich auswechsle? Ganz einfach. Ja, ich wollte dich schützen. Er zuckt mit den Schultern. Das ist ein ganz normales Fußballspiel. Kollege, das hier ist eine WM.
Ich habe keine Angst vor denen, meinte er enttäuscht. Er verliert einen Punkt Zufriedenheit. Ja, dein Problem, nicht meins. So, 10 Minuten noch. Wir führen 1-0. Ich hoffe, wir können die Führung verteidigen. Angriff Deutschland, auch in Ordnung. Malinowski beseitigt die Gefahr und Polen kommt mit dem Konter. Oh oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Lewandowski, vorbei, okay. Die letzten Minuten sind angebrochen, wir führen 1-0. Angriff Deutschland. Der letzte Angriff vermutlich in diesem Spiel auf Schneider, spielt nach innen. Oh, den hätte man ja jetzt noch reinmachen können. Na gut. Andere Spieler laufen noch. Und wir haben das Spiel gewonnen. 1-0. Und damit sind wir als Gruppenerster aufgestiegen. Ja, Gott sei Dank. Alles andere wäre auch eine Blamage gewesen. Alles andere wäre mir sehr peinlich gewesen. Jamaika hat gewonnen, reicht aber nicht für den Aufstieg. Saudi-Arabien hat jedes Spiel verloren. Ah, hier sehe ich auch so ein paar Informationen über das Land, wenn ich dann Rechtsklick drauf mache. Ist ja lustig. Schön. Ja gut, wir haben gewonnen. Das war wichtig. Damit können wir fortfahren. K.O.-Phase souverän erreicht. Erster Schritt für Deutschland ist geschafft. Moritz Tigerets hat heute alle Reserven des Teams für dieses Spiel mobilisiert. Das stimmt wohl. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Dieses Spiel hat Kraft gekostet. Das stimmt. Immerhin passte am Ende das Ergebnis. Sollte, hätte, könnte, würde machen. Liebe und Fußball, beides geht aufs Herz. Fußball ist, wenn man für eine Wurst in der Pause Schlange stehen muss. Für mich sind ein Hattrick 3 Tore, dieses Theater mit links, rechts, Kopf oder eine Hälfte oder hintereinander ist mir egal. Okay, Thomas, danke für die Info. Wir haben wieder ein bisschen was an Teamgeist dazu gewonnen. Waren fort. Der hat wegen der Notbremse die rote Karte bekommen. Hat eine Spielsperre von 2 Spielen. 3000 Euro ist es mir wert. Ja, trotzdem 2 Spiele immer noch. Schade. Boah, und wir spielen gleich gegen die Türkei im Achtelfinale. Keine Zeit, um sich zu erholen. Liebe Freunde, keine Zeit, um hier Pause zu machen. Ja, okay, dann ist dem wohl so. Fahren fort. So, wer darf nicht spielen? Der Hüttker Berni. Rechts außen, der darf nicht, wegen seiner roten Karte. Dann kommt hier Dittmar Dominik zum Einsatz. Ansonsten möchte ich hier eigentlich gar nicht so viel ändern. Nee, eigentlich nicht wirklich. Na, der hat eine schlechte Form, den wechsle ich nicht aus. Nee, das passt so. Wir spielen gegen die Türkei, wir spielen neutral, Ballbesitzfußball. Es wird ein spannendes Spiel. Es zählt nur diese Aufgabe. Das ist super wichtig. Dominik Dittmar, Max Gut, Tom Winkler. Nee, Tom Winkler. Das muss was werden. Das muss was werden. Wir wollen schließlich ins Viertelfinale. Let's go. ...15 Minuten im Spiel. Bisher ist noch nichts Spannendes passiert. Auch nach 30 Minuten ist noch nichts passiert. Was ist denn hier los? Oh oh, Angriff Türkei. Das gefällt mir nicht. Kundatschki. Tunza. Und das Tor für die Türkei. 1-0 für die Türkei. Angriff Deutschland. Jetzt müssen wir ausgleichen. Göpfert flankt auf Winkler. Roll aus 6 Metern. Zieht er ab. Tor 1-1. Der Ausgleich. Wichtig! So, Halbzeit. Okay, ja, wir haben ja wieder eine sehr erschöpfte Offensive.
Jamie Michaels kommt mal rein für Tom Winkler. Und Scott Göpfert ist auch völlig am Ende. Dafür kommt mal Jan Behrens. Du kannst auch nicht mehr wirklich. Du bist auch müde und spielst nicht so gut. Ja, ich kann aber nicht die gesamte Offensive auswechseln. Geht's eigentlich noch? Du bist auch nicht gut. Darf mal der Hohmann spielen? Okay. Ich motiviere hier den frisch eingewechselten Jamie Michaels. Heute machst du ein Tor. Und Jan Behrens sage ich einfach das Gleiche. Du machst auch ein Tor. Sollt beide bitte ein Tor machen. Das fände ich angenehm. Angriff Deutschland. Behrens. Frisch eingewechselt. Kein Tor. Angriff Türkei. Laufduell. Gut gewinnt das Laufduell, verursacht eine Ecke. Okay. Gelbe Karte für Jan Behrens. Frisch eingewechselt und direkt eine gelbe. Was ist denn da los? Finde ich nicht so toll. So. Nino Steinle ist völlig am Ende. Der wird mal ausgewechselt durch den Nico Schad. So, und Jens Wilhelms kann auch nicht mehr wirklich, spielt auch nicht so gut. Da könnten wir vielleicht... Ja, Josef Kettner hat eine ganz, ganz schlechte Form. Ich glaube, da wechsle ich lieber den Erwin Karl ein. Ja, in der Hoffnung, dass... Warum? Weil du überhaupt nicht mehr kannst. Und weil du auch nicht gut spielst. Schlechte Leistung. Das ist kein vorgeschobener Grund. Eine Note 4 ist ja wohl jetzt wirklich nicht so berauschend. Für einen Nationalmannschaftsspieler. Eckball für die Türkei. Depe führt die Ecke aus. Auf Tunca. Karakas. Tor für die Türkei. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Wenn nicht, entschuldige ich mich hierfür. So, okay. Ja, die letzten Minuten. Jetzt müssen wir voll in die Offensive gehen. Alles geben. Wenn nicht jetzt, dann nie. Schneider flankt. Michaels verlängert per Kopf. Karl, Kopfball daneben. Wir müssen jetzt ein Tor machen in den nächsten Minuten, sonst war's das. Gelbe Karte für die Türkei. Gelbe Karte für Max Gut. Deutschland braucht jetzt ein Tor. Angriff Deutschland, wahrscheinlich der letzte Angriff. Debus zieht wuchtig ab. Wobei. Oh oh. Das war's. Das war's. Wir sind im Achtelfinale ausgeschieden. Oh, ist das peinlich. Das tut mir leid. Moritz Tigerius ist als Trainer gescheitert. Na gut. Ihr dürft ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie Deutschland in der echten WM in Kürze abschneiden wird. Ob die es auch nur bis zum Achtelfinale schaffen oder weiter oder direkt in der Gruppenphase fliegen oder... Boykottiert ihr die WM? Gibt ja einige Gründe, die dafür sprechen würden. Also gern mal in die Kommentare schreiben. Wir haben auf jeden Fall dieses Spiel verloren. Sie sind leider aus dem Wettbewerb WM ausgeschieden. Sie müssen die Koffer packen, das Leben geht weiter. Sie erhalten 60 Managerpunkte. WM aus! Deutschland ist mit 1:2 sensationell im Achtelfinale gescheitert. Moritz Tigerius hat heute alle Reserven des Teams für dieses Spiel mobilisiert. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Dieses Spiel hat Kraft gekostet. Ausgeschieden ist man trotzdem, ja. Jetzt müssen wir wieder 4 Jahre lang warten, sagt David Jauch. Wenn wir das gewonnen hätten, wäre der Weg frei gewesen, meint Tim Schnabel. Gratulation an die Gegner, die uns besiegt haben. Aber wir hatten es auch nicht verdient, weiterzukommen, meint Philipp Grimm. Das Spiel hätte auch leicht anders ausgehen können, schreibt Thomas Martini. Ja, das war's. Oh je, ja, schade. Aber sollte nicht so sein. Wir fahren fort. Stufenaufstieg, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ironisch, dass ich hier einen Stufenaufstieg nach der peinlichen Leistung bekomme. Ist jetzt auch egal, rhetorische Fähigkeiten, zack,
Ja, jetzt könnte ich, glaube ich, noch die WM weiter simulieren, oder? Was passiert jetzt? 6 Tage bis zum WM-Endspiel. Schauen wir uns das einfach mal an. Mal gucken, was. Boah, wir hatten Frankreich da gewonnen, um Himmels Willen. Paraguay hat gegen die Türkei gewonnen. Gucken wir mal, wer laut We Are Football Weltmeister wird. Frankreich ist Weltmeister geworden mit einem 5:1. Phänomenal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. In Frankreich herrscht die totale Begeisterung. Dieser Titel bedeutet den Fans alles. Die Menschen versammeln sich auf den Marktplätzen und feiern. Die Spieler und das Trainerteam werden überall mit Sprecherchören gefeiert. Die dritte gewonnene Weltmeisterschaft für Frankreich. Und das war's. Das war eine WM mit dem brandneuen Nationalmannschaften-DLC. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt's gerne in die Kommentare. Es kostet 7 Euro, das DLC. Ja, finde es ganz nett. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir schon alles vom DLC gesehen haben. Es wäre sicherlich spannend zu wissen, ob man in einer Karriere auch als Nationalmannschaftstrainer irgendwann mal eingestellt werden könnte. Nichtsdestotrotz, ich fand es jetzt relativ knapp. Also ich konnte jetzt nicht sonderlich viel einstellen. Naja, das soll es gewesen sein mit dieser kurzen zwei Parts langen Reihe zu We Are Football. Solltet ihr unbedingt mehr We Are Football Videos sehen wollen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich habe es aktuell nicht geplant. Ich lasse mich aber auch gerne überzeugen von euch. Nichtsdestotrotz, für eventuell mehr We Are Football Videos oder andere Videos zu Wirtschaftssimulationen und Strategiespielen, abonniert den Kanal gerne kostenlos. Ein Klick für euch und dann freue ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Spiel oder vielleicht auch bei We Are Football. Danke fürs Zusehen, auf Wiedersehen und ciao.